Oh, ihr hässlichen Labyrinth-Blödis. Oh, alles klar. Bist du tot? Ach nee, dein hässlicher Freund kommt ja auch noch vorbei. Was passiert überhaupt gerade? ich laufe gerade weiter durchs Dungeon und kloppe irgendwelche Gegner. Das Übliche halt, weißt du? Achso. Psyfire, Alpha reicht vollkommen aus. Mach mal Heavy Bazooka. Und der kann eigentlich mal anfangen zu heilen, wenn ich ehrlich bin. Life of Alpha auf Jesse. Boah, Ness trifft gar nichts mehr, kann das sein? Hast du mal zu Hause angerufen? Normalerweise wird's angezeigt. Ness got homesick. Hm. Dann ist Ness einfach nur ein Mongo. Das sehe ich nicht anders. Gut, Heavy Bazooka. Healing. Ne, Life Up ist es. Und zwar auf Tim. Okay. Ah, wir werden alle ein bisschen geheilt. Sehr schön. Oh, fuck! 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 Ness stirbt gerade. Nein! Ness stirbt gerade, oh mein Gott, nein! Nein! Du musst jetzt voll beeilen. Scheiße, 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 scheiße. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Und Zen, mach jetzt bloß schnell Life Up auf Ness. Komm schon, das muss doch klappen. Jawohl! Ja! Ich hab's schnell genug geschafft. Cool! Das ist ein interessantes Spielelement, dieses rumlaufende Zähler-Dingsy. Ja, das finde ich auch. Das ist vor allen Dingen, ich weiß nicht, ich finde das auch wirklich extrem cool, dass du immer die Chance hast, obwohl er tot ist im Prinzip, trotzdem noch zu retten. Mhm. Rettet dir öfters den Arsch. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie alle Viewer wissen. Ja, das alle zwei. Ich und du. Ich würde dir mal wieder aufrufen, dass die Leute, die das Spiel gucken, einfach mal kommentieren, aber... Ich kommentiere immer. Also, jedenfalls immer das erste Video, das ich gucke. Und wenn ich dann mehrere am Stück gucke, dann gucke ich dann halt nicht. Ja, Tim, du bist Level up! Yay, Level 53. Scheiße, bitte. Maximum HP plus 3, das war's. Ach, ne. Also voll von Arsch. Live up Beta, aber ich muss mal kurz Zen heilen, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten krepiert er mir gleich. Ja, nämlich 300 schon, was echt viel ist. Dann heile ich auch mal Tim, wo ich schon mal dabei bin. Der hat, glaube ich, nicht mehr so viel. Juhu. Ja, wow. Ja, 193. Ich hier mit einmal holen können. Egal, weiter. Ein Geschenk! Was magst du wohl in dir haben? Da ist bestimmt ein Viech drin. Nee, Spicy Jerk. Was auch immer das sein soll. Spicy Jerk. Ein Spicy Arschloch. Was haben wir hier? Lass mich raten, das ist für mich denselben Raum. Jerky. Herrgott, nochmal, dann ist es trocken. Du Arschlochfotze! Haha, er ist stark. Ja, fuck. Hauptsache so, zack, 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 zack. Kommt jetzt einfach mal alle drauf. Bam, bam, tot. Gewonnen. Ness Level Up schon wieder? Dum, 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 okay, Jesse Level Up? Dum, 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 und Jesse hat gerade irgendeine coole Kraft entwickelt. Ich hab zu schnell geklickt und muss gucken, was das war. Oh, bist du ein Mongo? Ja, weiß ich. Status. Jesse. Oh, geil. Die hat Psy Freeze Omega entdeckt. Sehr schön. Hattet ihr den nicht schon vorher? Causes a very cold wind to swirl around one enemy. Man kann nachgucken, wie viel Schaden die machen. Inflicting 720 points of damage. Alter, du hast 80 Parts von dem Spiel gespielt und das machst du gerade zum ersten Mal. Ja, irgendwie schon. Da siehst du mal, was für ein Lappen ich bin. Aber egal, cool. Übrigens, wenn du dich anstrengst, kommst du noch vor Part 100 durch. Nee, das dauert. Also, genau, weißt du, was witzig ist? Genau darüber habe ich mich vor 3 Stunden mit Chris in Skype kurz unterhalten. Echt? Ja. Er meint nämlich, dass ich es eher nicht schaffe. Ja, wie gesagt, wenn du dich anstrengst und nicht weiter so planlos umrennst. Tu ich ja jetzt gerade, also ich persönlich killer jetzt die Bitches, wie sie fallen, weißt du? Ja, aber du rennst trotzdem planlos rum. Nee, ich renn nicht planlos rum. Das sieht nur so aus von deiner Position aus. Von meiner Position aus? Ich hab doch denselben Bildschirm wie du. Trotzdem, das sieht nur so aus. Ich weiß ganz genau, wo ich hin muss. Und jetzt habe ich hier wieder mal 5 Wege, die ich gehen kann. Ich gehe nach unten erstmal. Nein, gehe ich nicht. Nee, das machen wir nicht. Wege. Ja, ich gehe nach oben. Nee, da geht's ja wieder raus, glaube ich, ne? In die Treppen. Da guck ich lieber nach unten, was da ist. Andi, woher soll ich das wissen? Oh, shit, 3000 Gegner. Tralalalalalala, haut drauf, zack, zack, boah, zack. Das ist zack. Jetzt aber gerade ein cooler Hintergrund bei mir gewesen. Ja, das stimmt. Ah, hier geblieben. Yay! Hier geht ja fast einer ab. Ja, das sind die Magic Butterflies. Ich liebe die Dinger einfach. Die sind der Wahnsinn. So. Mit Dugile Summer. Was ist das denn für ein Ding? Atomic Power Robot, da bin ich immer vorsichtig. Ach du Scheiße, sieht ja lustig aus. Die Mucke ist auch ziemlich cool. Die hörst du bloß gerade nicht. Ja, ich weiß. Welche ist es? Die auch bei den Zombies spielt? Nee, die ist. Hör sie dir einfach nachher nochmal in Ruhe an. Ja, bringt mir nichts, ey. Du hast noch 3 Parts gehoben. Da kann ich schon wieder 4 Wochen warten. Nee.
Oh fuck, oh fuck. Ach, der ist das, der seine APs wieder, ne, kann. Ne? Aber ich mein, jetzt greift er an und danach muss er nochmal irgendwas machen. Oder? Heavy Bazooka? So viel Schaden kriegt der. Ich meine, ich muss ihn töten, bevor dein Countdown macht. Bam. Smash. Er ist auf jeden Fall tot jetzt. What? The fuck? Okay, ich mein, sind die nicht tot? Wie auch immer ich ihn sonst besiegen kann, möchte. Ich muss ihn, glaube ich, mal hypnotisieren oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es erstmal. Kannst du auch einfach mal versuchen wegzurennen, das hast du auch im ganzen LP noch nicht gemacht. Das stimmt, das kann ich gleich echt mal versuchen. Gute Idee, danke. Ja. Boah, ist echt der Wahnsinn, nicht dabei zu haben, ohne Witz. Ich hab zwar einen Krampf im Fuß, aber ich bin ein Genie. Ja, du bist ein Krampf. Das würde ich auch gerne so festhalten. Aua, so, ich hab mir wehgetan. Hier lang. Oh. So wie gestern, als wir uns kurz unterhalten haben, ich hab mich umgedreht, BAM, gegen die Wand geklopft. Ah, nee. Fang keinen Krieg an, den du nicht gewinnen kannst. Wer sagt denn, dass ich ihn nicht gewinne? Scheiße, geht's auch hoch! Ach, fickt euch doch. Jetzt geh ich jetzt hier lang. Ich geh jetzt einfach hier lang. Weh, das wird jetzt wieder so wie in der Pyramide. Boah, ich warne euch, Leute. Boah, das ist auch ein cooler Hintergrund. Ja, das stimmt. Boah, ganz ehrlich, der Kampf in der Pyramide, das war doch einfach nur. Hat sich ewig lang gezogen. Ich will echt überlegen, ob ich da einfach einen optionalen Part draus machen soll. Weil es sich so ewig einfach nur gezogen hat. Das hättest du dir vielleicht überlegen sollen, bevor du es hochgeladen hast. Boah, Leute! Jetzt reicht mir so langsam. Ich probiere jetzt einfach mal aus. Und zwar Psi Freeze Omega. Und zwar auf den Atomic Power Robot. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der scheiß aussieht. Kann ich wegrennen? Ach ne, nur Ness kann wegrennen, ne? Ja, ich kann theoretisch wegrennen, aber ich will einfach mal das Ganze austesten. Vor allem geben die 10.000 Experience. Ja, trotzdem. Ness Attacks. Just missed, was ist los? Psi Freeze. Das sieht schon ziemlich gut aus. Er hat knapp 700 Schaden gemacht, die Defense geht natürlich runter. Ah, fuck. What a damage. 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 Okay, jetzt muss der Starman nur schnell genug sterben. Komm schon. Tim darf nicht sterben. Jawoll. Boah, der nur 26. Leck mich am Arsch. Das war knapp. Zen Level Up, dachte ich mir. Auf jeden Fall, es ein Level Up gibt. Aber Alter, knapp. 6 Mal laufe ich weg, wenn so ein Vieh kommt. Ist ja fast unschlagbar. Ja, das ist halt wie so ein kleiner Suizidbomber, ne? Ich meine, ich muss mich jetzt schon wieder heilen. Boom, boom. Life Up Beta für Jesse. Wieso schreibe ich jetzt einfach mal 4 Leute bei Skype an? Soll ich dich auch einmal bei Skype anschreiben? Ah, nee, nicht du auch noch. Da habe ich ja 5 Leute. Ich mache jetzt erstmal Runaway. Ness and his friends tried to get away, but failed. Duh. But cool, ich wusste es doch. Scheiße. Okay. Replenish the full supply. Appear maxed out, okay. Ich töte erstmal den Starman, das ist glaube ich die intelligentere Lösung. Dass der Mortal Damage gleich ja, sicher. Nicht ultra mortal ist. Meine Hose vibriert. Kann er den heilen oder was ist los? Ich verstehe das nicht. Den gerade geheilt? Ja, ja, Schaden bekommen. Nest Attacks trifft natürlich wieder nicht, der Vollidiot. Zen macht Schaden. Der hat einen Sun Guts Pill. Ja. Ey, der heilt mich, der heilt ihn die ganze Zeit. Wie scheiße ist das denn? Kann ich nicht wegrennen? Boah, wie scheiße das ist, ey. Okay, jetzt reicht's mir. Leider. I have enough. Starman, stirb! Ich hab jetzt die Schnauze voll hier. Mach mal ein bisschen Overkill. Ich mach jetzt mal Overkill hier, ey. Ich mach noch Starstorm dahinter von mir aus. So, erstmal Happy Bazooka, bam. Jesse, bam. Zen, Starstorm Alpha. Bam, 300 Schaden. Bam, 400 Schaden. Und jetzt. Ja, kannst du den Health Rush replenischen, ey. Psi, Eistee, fucking Gamma. Okay, was? Das. Psi Starstorm nicht sogar der Super Smash von Ness? Ne, Starstorm war eine Attacke von hier. Von Sandy, der gelernt hat. Nein, von Super Smash und Super Smash Bros. Brawl. Der. Boah, ich hab keine Ahnung, wie das Ganze in Brawl war. Ohne Scheiß. Ich weiß es echt nicht. Kannst du nicht aber sagen. So, der ist tot, der komm schon. Kampf ist schnell beendet gewesen, sehr schön. Ich muss Jesse zwar wieder heilen, aber ist okay. Hä? Da kamen so ganz viele so Energiebälle runtergefallen. Okay. Ja.
Was ist ein Spicy Jerky? Use of Jesse. Jesse ate Spicy Jerky. Cool, hat sie geheilt. Whatever das war. Ist mir egal. Ich brauche Platz im Inventar. Da meine, da der Escargo Express. Ich hab gesagt, was das war. Ich will jetzt einfach nur hier durch, ey. Ich will einfach nur hier durch, Leute. Geht mir nicht mehr auf den Sack, ich will einfach nur hier durch in Ruhe. Boah, ich hasse euch so sehr. Boah, ey. Ohne Witz, langsam wird's echt nervig. Zack, zack. Unterhalte mich, los, erzähl mal was Cooles. Ich erzähl mal was Cooles. Wir werden uns in 2 Wochen besinnungslos laufen. Das stimmt. Wie kommt's? Zu welchem Anlass, du mein weißt, Freund? Wie ich's komme. Nee, ich habe Andi nämlich zu meinem Geburtstag eingeladen. Und so, nach ungefähr 3 Mal anfragen, ob er das denn endlich macht. Willst du mich verarschen? Nein, du hast mich direkt gefragt, ich weiß. Was erzählst du für einen Scheiß? Ich muss mal deine ganzen LPs gucken und durchfiltern, was du noch so für Scheiße erzählst. Dann mal jede einzelne Lüge aufzählen und irgendwo posten. Gerne. Level up! Level up! Auf jeden Fall das letzte Mal, als ich zusammen was mit Andi getrunken habe, hat er den Wodka eh nicht ganz vertragen und saß dann 2 Stunden sehr betrunken draußen. Und das Mal davor habe ich den Wodka eh nicht so vertragen und saß dann 2 Stunden besoffen bei ihm drinnen. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe draußen extrem gut gechillt und ganz ehrlich, es war... Ich hab noch nie so gut in einem Hacky-Sack geschlafen. Oder Schlafsack. Hacky-Sack ist das Ding, mit dem die rumschießen, ne? Wo bin ich hier, verdammt? Es war auch kein Schlafsack. Es war ein Sitzsack, aber er war ultra gemütlich. Sitzsack, auf dem du einfach ohnmächtig geworden bist, halb. Ich bin nicht ohnmächtig geworden, ich bin eingeschlafen. So wie du da lagst, hätte man beides denken. A Broken Mundharmonika, geil, die kann Tim reparieren. Ja komm, ich erinnere mich aber auch gut daran, als mir deine Freunde das Bild gezeigt haben, wo sie dir den Kotzeimer gegeben haben. Naja, stimmt. Ich habe ihn an dem Abend nicht gebraucht. Immerhin. Also ich bin speifrei seit 06. Wie sieht's bei dir aus? Ja, du trinkst ja auch nichts. Ich bin speifrei seit dem 23. Juni. Ey, das sind ja fast 2 Wochen. Yay! Ich konnte weglaufen von dem Spasti. Sehr gut. Anderen kill ich aber jetzt. Starman, stirb! Bam! Und mal eben so 7500 XP mitgenommen. Nächstes Level 60. Holy moly. Das ist echt nicht schlecht. Und ich habe die Broken Mundharmonika bekommen. Die kann Thema wieder reparieren, wie ich es gerade schon gesagt habe. Das wird echt interessant. Ja, aber was bringt es ihm? Es ist eine Mundharmonika. Ich meine, du hast eine Bazooka. Ja, das stimmt. Boah, ganz echt, die Dinger gehen mir einfach auf die Nerven. Oh, ja, du kannst dich ruhig heilen, solange du lustig bist. Ey, ich will jetzt wegrennen hier. Boah, Junge! Geh mir nicht auf die Nerven! Ja, endlich. So, die beiden anderen kill ich aber. Starman Super Ended Cohort. Okay, jetzt bin ich interessiert. Machen wir mal. Der ist ja ultra golden. Ja, deshalb. Ich frage mich auch gerade. Ich glaube, ich sollte auch meine Gewichtung hier auf den jetzt legen, wenn ich ehrlich bin. Oh, Scheiße, sind ja nur auf 44! Das ist irgendwie. Wie er reflected! Der kann Zauber reflekten? Fuck! Du bist am Arsch. Nein! Nein! Ness ist tot! Scheiße. Du willst nicht wissen, wann ich gespeichert hab. Oh, fuck. Okay, ganz ruhig, Digga. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das krieg ich geregelt, warte. Das krieg ich geregelt. Wir machen das jetzt ganz ruhig. Wir machen erstmal Psy-Shield. Auf uns alle. Danach habe ich noch ein Secret. Nein! Ich habe noch ein Secret Herb, mein Lieber. Damit kann ich nämlich Ness wiederbeleben. Und Zen halt sich mal ganz kurz sofort selber. So. Ness ist wiederbelebt. Psy Shield Epsilon ist drauf. Sehr schön. Jetzt muss ich Zen noch heilen. Ich verkack nicht. So. So weit, so gut. Wir hauen jetzt alle auf den drauf. Und zwar ganz ruhig. Zack, zack, zack. Heavy Bazooker. Und zwar auf den hier. Und ganz normal. So, weiter geht's. 52 Schaden. Bam, nicht getroffen. Du machst wenig Schaden, aber ich muss Ness gleich noch heilen. Und Zen drauf. Zen heilt gleich am besten. Ja! Nice! Puh, okay. Drauf. Die Heavy Bazooker ist so godlike. Ohne Witz. Der Wahnsinn. Und Life Up Beta auf Ness. So. Attack. Life Up. Sehr schön. Dass der nicht trifft, war klar. Dass er tot ist!
Yeah! Nice! Level up! Haha! Ah, ich bin so toll! Man fällt mal gerade auf, das Spiel läuft so gut wie flüssig. Okay, und was in diesem Paket ist, woran wir ewig gekämpft haben, erfahren wir im nächsten Part. Tim, bist du auch noch dabei im nächsten Part? Du weißt schon, dass wir jetzt gerade schon irgendwie eine halbe Stunde aufnehmen? Ja, das waren jetzt zwei Parts. Ja, gut, ich denke doch. Ne? Sehr gut, dann sehen wir gleich Tim wieder, ihr seht mich wieder, wir sehen Ness wieder und wir sehen auch die Grütze dieses Paketes wieder. Bis gleich! Tschüss. Ich muss kurz speichern, ey!